Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Vaselmap Landwirtschaftssimulator 2017. So, ich habe jetzt leider gerade schon ein paar Minuten, um genau zu sein, 15 Minuten leider ohne Ton aufgenommen. Ja, Mikrofon ausstöpseln ist nicht so sinnvoll. Zumindest sollte man das vor Antritt der Aufnahme wieder korrigieren. Dieses Feld habe ich jetzt eben mal voll gedüngt. Außerdem ist auf Feld 30 ein Helfer. Okay. Soja gibt mehr Geld. 3300. Normal gibt es 4000. Auf jeden Fall, auf Feld 30 ist der Helfer dabei, den Raps zu ernten. Und wir fahren jetzt mal zu Feld Nummer 19. Und schauen mal, was da so los ist. Generell möchte ich mich mal bei allen Zuschauern bedanken, die im Moment relativ regelmäßig meine Landwirtschaftssimulator-Videos schauen. Ich bin etwas überrascht, dass es so viele sind, aber das freut mich natürlich. Ja, ist einfach eine super Rückmeldung. Na, ich hoffe mal, dass der sich nicht beschwert. Jetzt müssen wir auch noch dem sein Auto bezahlen. So, haben wir hier überhaupt Stroh liegen? Da liegt gar kein Stroh. Ich dachte, wir hätten hier Stroh liegen. Haben wir hier schon gesät? Nee. Aber düngen könnten wir da. Wenn wir schon hier sind. Ups. Mal schön gegen den Baum gefahren. Gut, dann düngen wir hier einfach mal. Wenn es denn geht. Na, natürlich geht es. Gut, dann gucken wir mal, wie weit unser Helferchen hier ist. Der Feld ist schon fast fertig. Ich würde eigentlich gern den Weizen verkaufen, weil der Weizen ist gerade auf einem Hoch. Das reicht. Bisschen knapp hingestellt, aber passt. Ja, fast voller Korntank. Ich komme ja schon zum Abbunkern. Voll machen den Anhänger und dann ist gut. Links oben habt ihr gerade auch schon eine kleine neue Invention gesehen. Ich habe mir einen neuen Mod drauf gemacht. Und zwar einen automatischen Eiersammler-Mod. Den werde ich euch nachher noch zeigen, sobald wir mal wieder am Bauernhof sind, an unserem Hof. Ja, da werde ich euch den zeigen. Weil im Moment müssen wir hier mal dafür für Ordnung sorgen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich überhaupt einen Ladewagen für... Ah ja, hier. Den haben wir. Was macht der? Der arbeitet fleißig. Das ist immer schön. So, da oben müssen wir nämlich nachher auch noch mal kurz übers Feld fahren. Dann fahre ich mal mit dem Anhänger hoch. Der erntet hier. Ah ja, doch, hier sind ein paar Stoppel zu erkennen. Ich habe hier auch noch andere Mods drauf. Unter anderem einen Mod,
zur Palettenherstellung. Den kann ich euch mal zeigen, zumindest was gebäudetechnisch angeht. Hier haben wir zum Beispiel den automatischen Eiersammler für 100 Euro. Ziemlich günstig. So, dann haben wir hier einmal Board Storage, also Bretterlager. Und hier den Bretterverkauf. Hier das Sägewerk, das sind eigentlich die drei Hauptteile, die wir nur dafür brauchen. Den Unterstand habe ich noch mit reingenommen, weil ich den wahrscheinlich dann als Lager verwenden werde für das ganze, ja, die Woodchips, also die Sägespäne. Und ja, dann haben wir hier noch, genau, die Düngeproduktion. Die habe ich auch noch mit reingenommen. Bin mal gespannt, wie das wird. Außerdem ein Plastikfolientreibhaus mit Gurke. Das war's aber schon. Natürlich die Ballenmod. Und mehr glaube ich nicht. Da fehlt aber, glaube ich, noch ein bisschen was. Ach so. Ja, genau. Im Forst habe ich noch was damit dabei. Hier die Scania Brux UN. Das ist eine ein Häcksler eigentlich, der Bäume direkt schreddern kann. Beim Radlader haben wir hier noch eine große Universalschaufel mit 11.500 Litern Fassungsvermögen. Ist auch sehr nice. Ladewagen habe ich, glaube ich, keinen größeren drin. LKW habe ich auch nichts mehr. Ich habe ein bisschen aussortiert von den Mods, weil ich mir gedacht habe, bisschen viel. Und natürlich hier, ja genau. Custom Road Train Pack. Den behalte ich natürlich. Oh, was hat denn der jetzt hier gemacht? Sieht aber ein bisschen hässlich aus, Junge. Muss man wieder nacharbeiten. Das nervt mich eigentlich. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt mal in die Kommentare. Würde ich mal eine Folge vom Landwirtschaftssimulator auf der Sosnowska-Map wieder raushauen. Da spiele ich nämlich immer noch im Singleplayer und da gibt es eine mega krasse Entwicklung. Also, wer die Map kennt, wird sie nicht mehr wiedererkennen. Weil ich da ziemlich viel Mod-Zeug mit reingebaut habe. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch große Stellen ungedüngt sind. Nee. Und dann können wir eigentlich weiterfahren. Und zu der Wiese, die wir bearbeitet haben. Zumindest wäre es da sinnvoll und angebracht, dass wir da ein bisschen was bearbeiten. Wir haben zwei Wiesen abgemäht. Darf ich nicht vergessen. Ja, komm. Wir fahren zur Wiese. Die ist ja, glaube ich, gleich schon hier. Ja, da ist sie. Düngestreuer lassen wir mal hier. Und dann haue ich euch hier eine Flotte Timelapse rein. Bis gleich. We'll be right back.
die zwei Felder haben wir erfolgreich beballt. So nenne ich das jetzt einfach mal. Soll heißen. So, jetzt. Soll heißen, wir haben einfach, ja, die Ballen erstellt. Ich denke, es sind schon so 50 Stück bei rausgekommen. Werden wir aber dann in der nächsten Folge erst aufsammeln. Nicht in dieser Folge. Wir müssen jetzt noch nach unserem Mähdrescher schauen. Und nach dem Feld Nummer 30 auf jeden Fall, weil säen, düngen müssen wir da auch noch. Und es wird genügend Zeit in Anspruch nehmen. Oh, jetzt kommt auch noch Gegenverkehr. Hallo! Der fährt auf meiner Spur. Oh, das ist eine Einbahnstraße. Ich habe aber nichts gesehen. Ich gehe mal... Ne, hier ist sogar ein 30er-Schild. Und hier ist ein Vorfahrtgewehren. Also. Ja, Einbahnstraße ist es definitiv nicht. Weiß ich nicht, was der hier... Warum der so auf sein Recht beharrt hat. Hier rechts übrigens die Tomaten und so Zeug. Müssen wir auch irgendwann mal noch anfangen. Brauchen wir aber erst Mist dafür. Das heißt, ohne Tiere wird es sowieso nichts. Ah, halt. Hier können wir ja schon abbiegen. Hätte ich ganz vergessen, dass wir hier auch schon rein können. Müssen wir nicht noch durch den Kreisverkehr. Den lasse ich jetzt mal hier stehen. Während wir uns um diese Geschichte hier kümmern. Müssen wir nämlich noch ein paar Schönheitskorrekturen machen. Da oben gibt es nämlich noch einen kleinen Rand Raps am Feldrand. Den möchte ich auch noch gerne haben. Möchte ja nichts verschenken. Dann sollten wir auch gleich mal gucken, ob vielleicht die Preise. Ja, auf jeden Fall das Weizen. Könnte man auf jeden Fall verkaufen. Zumindest ein Teil davon. Ganz schön uneben hier. Was ist denn hier los? Ah, jetzt. Ja, der erste Anhänger ist voll. Darum ging es nicht mehr weiter. Viel kommt da nicht raus. Ich glaube 3000 maximal. Ja, 3 ein bisschen. Gut. Warte mal, Raps haben wir einen Preis von 3,1. Landhandel. Da müssen wir aber ein ganz schönes Stück fahren.
Ja, wir könnten natürlich auch den Raps verkaufen. Haben wir Raps noch? Nee. Dann verkaufen wir doch einen Anhänger Raps und einen Anhänger Weizen, oder? Klingt für mich nach einem fairen Deal. Und sollten wir auch in der Zeit der Aufnahme noch schaffen. So, jetzt muss er erst wieder auf Geschwindigkeit kommen. Wenn der mal oben ist auf seinen 70, dann geht der JCB ordentlich ab. Aber drunter, da brauche ich immer ein bisschen. Und das ist also wirklich, ich mag diese Map wirklich. Sie ist cool. Aber was mich wirklich stört, das ist dieses ewige Geruckel. Die FPS-Einbrüche. Und das ist auch so wirklich die Überlegung, wo ich sage, ich beende dieses Let's Play hier auf dieser Map. Und werde auf einer anderen Map eventuell nochmal auf der Sosnowska starten. Weil die einfach stabil läuft. Gut, richtiger Anhänger. Ja, kommen wir hier? Kommen wir hier drunter? Ja. Kurz mal Weizen reinhauen. Und dann ab zum Landhandel. Also, ihr könnt mitentscheiden, wird das die letzte Folge, die letzte Ernte schon von diesem Let's Play? Oder soll es weitergehen? Abstimmung bis Dienstag, sage ich jetzt mal. Also bis morgen. Und dann sehen wir weiter. Weil, Achtung, jetzt gleich wieder die FPS-Einbrüche. Ja, im Moment läuft's, aber normal habe ich hier dann schon wieder Ruckler drin. Und das hasse ich. Ups, ein bisschen arg weit. Oh, was ist denn jetzt los? Und jetzt kommt auch noch das Auto. Ja, der hat eine Vollbremsung hingelegt. So, weg damit. Einmal Weizen. Oh nein! Kack, Alter! Jetzt habe ich nicht den voll. Jetzt kriege ich bei beidem nicht den vollen Preis. Ja, okay, der Weizen passt. So. Mit. Wie viel Einnahmen haben wir jetzt gemacht? Nein, das kann ja gar nicht sein. Mit 100.000 Einnahmen. Beenden wir diese Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Basel-Map. Wie gesagt, ihr entscheidet, wie es hier weitergeht. Einfach mal in die Kommentare hauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.